Guten Morgen, Frau Spielmann. Wie geht es Ihnen heute? Wer sind Sie? Frau Spielmann, ich bin Ihr Pfleger. Nein, nein, Sie sind nicht mein Pfleger. Danke. Sophie ist meine Pflegerin. Sophie, klar, Sophie ist heute, wie sagt man, sie ist heute krank und ich bin das Ersatz für Sophie. Frau Spielmann, bitte, ich bin wirklich Ihr Pfleger. Lassen Sie doch mich einfach meine Arbeit machen. Frau Spielmann. Gut. Perfekt. Vielen Dank. Danke, Frau Spielmann. Halt, junger Mann! Nicht in mein Schlafzimmer. Frau Spielmann, ich will doch nur... Das ist meine Privatsphäre. Sie warten im Wohnzimmer. Was machen Sie da? Ja, Frau Spielmann, ich warte einfach auf Sie hier. Ich wollte noch fragen, was haben Sie heute vor, Frau Spielmann? Ich kenne ein gutes Restaurant gleich hier und ich fahre dorthin. Sie. Mit wem? Ich habe niemanden. Das ist nicht schlimm. Ich finde, Sie müssen einfach mal raus hier. Ist doch gut, dann würde ich sagen, ich hole Sie später hier ab, bei Ihnen. Hallo Aaron, ich bin nicht an die Kommode herangekommen. Sie ist jetzt aber im Restaurant. Es liegt jetzt an dir. Wunderschön, aber Sie haben sich am Tisch geirrt. Ich bin nicht verabredet. Also ich hatte eigentlich diesen Tisch am Fenster für mich reserviert. Oh, das tut mir jetzt leid. Ich werde gleich den Kellner fragen, ob er mir einen neuen Tisch gibt. Um Gottes Willen, nein. Aber wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich gerne zu Ihnen setzen. Nehmen Sie diese Rose als Entschuldigung. Sie ist wunderschön, aber Violett steht nicht für Entschuldigung. Violett steht für Liebe auf den ersten Blick. Aber wir können sie als Pink durchgehen lassen. Das ist Sympathie. Wie ist Ihr Name? Lea Spielmann. Ich bin der Aaron. Ah, und zum Nachnamen? Ah, nenn mich einfach Aaron. Bevor ich gehe, darf ich noch schnell die Toilette benutzen? Ja, klar. Hier rein und da lang. Ja.